Einen schönen guten Tag, liebe Bunkerbewohner. Wir sind wieder am Ort des Geschehens. Wir landen am Ende immer hier, ne? Aber es ist ja auch ein Safe Place. Es ist unser Safe Haven. Okay. Lass uns mal kurz auf die Karte gucken. Denn ich habe nochmal den Text gelesen. Und zwar hieß es, der Schlüssel ist im Wartungsbereich. Ich gucke nochmal gerade nach. Nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Notizen war es. Hier. Raumschlüsseln. Unten im Wartungsbereich bei Vorarbeit des Stafford speziellen Schraubenschlüssel holen. Genau. Wartungsbereich, ne? Wie ihr seht. Workshop. Da müssen wir hin. Also Quartier des Vorarbeiters. Ich glaube, da war ich aus Versehen drin. Das könnte der Raum gewesen sein. Ich bin mir, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher. Aber möglich wäre es. Aber ich werde jetzt nur den Generator anschalten. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Und dann hoffe ich mal, dass wir genug Licht haben für die Zeit, die da läuft, damit ich da hinkommen kann und den Schraubenschlüssel holen kann. Denn wenn wir den Schraubenschlüssel haben, dann haben wir gewonnen. Denn dann können wir die Zelle öffnen, wo der deutsche Soldat drin ist und uns dann endlich den Bolzenschneider holen, Ketten aufzumachen. Na, komm. So, gespeichert habe ich. Das ist wunderbar. So, und wir müssen hier lang. Alright. So, für den Fall der Fälle nehme ich diese hier zur Hand. Denn ich kann sie jetzt ja endlich benutzen. Es ist so geil. Es ist einfach geil. Irgendwie an den. Aua! Aua! Alter! What the fuck? Kriegt euch einfach alle. Ich bin nearly dead. Aber egal. Ich hab was zum Heilen. Ah. Hinfort! Weiche Teufel! Weil jetzt brennt da das Feuer genau da, wo ich lang muss. Das ist unfassbar. Weil ich damit die Ratten gekillt habe, ich hoffe doch. Aber ihr habt gesehen, der Molotow-Cocktail hat es in die Flucht geschlagen. Ich habe schon noch eine leere Flasche, aber naja. Es läuft halt nicht immer so, wie man es plant, ne? Ihr kennt das. So. Kann ich hier Licht machen? War schon Licht? Warte. Muss dahin, wo Workshop ist. So, war das der Raum? Bin mir gerade absolut nicht sicher. Aber wir haben Licht, wir gucken uns um. Vielleicht ist hier noch irgendwas, was ich gebrauchen kann. Sieht aber nicht danach aus. Ich glaube, das ist vergeudete Liebesmühe. So. Workshop, hier lang. Da oben war ich. What? Alter! Alter, ich bin tot. Okay, ich muss den letzten Spielstand laden, das funktioniert nicht. Die Ratten weichen ja nicht zurück, aber warum? Ich habe doch eine Fackel. Mache ich falsch? Versteht ihr das? Ich nicht. Okay, warte mal. Ich glaube. Tausche eine leere Flasche aus gegen eine volle. Da kann ich nämlich zur Not die Ratten einfach umbringen. Weil ich habe so viele Flaschen. Vielleicht auch noch mit, das könnte hilfreich sein. Ach, die ist leer. Warte, ich habe noch eine volle irgendwo. Da, Benzinbombe. Perfekt. Ich baller lieber mein Inventar zu mit... Ich warte das kurz, bis das Monster weg ist. Ich baller lieber mein Inventar zu mit Sachen, die ich gegen das Monster oder gegen die Ratten verwenden kann, statt irgendwie nichts dabei zu haben. Weil wir brauchen diesen verfickten Schraubenzieher.
Das ist das wichtigste Ziel erstmal. So. Wie gesagt, ich war einfach mal so mit der Maus hier lang, ne? Also hier. Hier war ich ja schon eben. Zack, hier. Und ich muss ja einfach nur nach links irgendwann. Also, wenn ich dann irgendwann einen geraden Pfad habe, dann bin ich richtig. Dann geht's nur nach links zu Workshop. Problem ist halt, überall sind Ratten. Ihr habt es ja gerade gesehen. Das ist einfach eine richtig harte Tortur. Naja, okay, let's go. Wie gesagt, lang hält's nicht, aber besser wie nichts. So, ich nehme schon mal das zur Hand, für den Fall der Fälle. Wie gesagt, wir haben Licht, wir brauchen keine Lampe gerade. Und wenn alle Stricke reißen, habe ich die Fackel. Also, real talk. Das Feuerzeug ist einfach der geheime Held hier in diesem Spiel. Das macht so viel aus. So, das ist nämlich dieser Gang hier. Genau, jetzt geht's hier nach rechts. Dann sind hier die Ratten. Ich würde gerne einfach an den Ratten vorbei. Ja, deswegen machen wir das einfach kurz und schmerzlos. Zack. Und das. Ja. Und dann komme ich auch easy an den vorbei. Die haben Bock auf das Fleisch. Das ist nicht gut. Dann lassen die mich auch in Ruhe. Muss ich nur noch gucken. Mit den anderen erst. So. Geradeaus und irgendwann nach links. Das ist der Weg. Ich weiß halt nicht, wo die anderen verfickten Ratten herkommen oder wo ich hingegangen bin. Hier ist auch noch ein Hebel. Kann ich den anmachen? Warte mal. So, perfekt. Yes. So. Da, Workshop, links. Wenn jetzt verfickte Ratten drin sind, werde ich die jetzt einfach komplett ausräuchern. Das ist der Raum gewesen, in dem ich schon war. Hier ist der Workshop. Aber wo ist zum Henker, ist der... Hä? Okay, das ist ein bisschen wenig Licht, aber naja. Dick ist der Dings. Ist der Schraubenzieher? Hängt der hier irgendwo? Die halten Scheiß, ne? Okay, ich werde die Fackel benutzen. Das ist alles kein Schraubenzieher. Das ist eine Schere. Okay, Plagegäste. Fickt euch. Die können sterben, wie man sieht. Am Ende liegt er bei dieser Leiche. Ich würde sogar darauf wetten, dass der da ist. Scheiße, bitte nicht. Wie, was, wo? Da liegt nämlich was. Das ist ein Tag. Ja, auch gut. Ah, scheiße. Scheiße. Ich muss hier weg. Oh Gott. Box. Oh shit, die Fackel ist leer. Das ist alles nicht so einfach, sag ich dir. Ja, kommst du denn her? Soll ich mich mal verarzen, ja? Einen habe ich noch. Die Tür geht nicht auf. Ah, stimmt, da ist ein Schlüssel dran. Der Generator geht bald aus. Okay. Hopp. Komm. Yes. Auch zu. Nicht so tragisch. Okay.
Fuck you. Fuck you too. Bin ich jetzt hier? Treppe. Also in der Workshop weiß ich nicht, da war nichts. Cool Storage. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Benzin abgreifen, wie wär's? Benutze eine leere Flasche. Okay. Warte. Die ist gefüllt. In Flasche. Leere Flasche. Geht das? Ja. Ich weiß es nicht. Ist ja auch Wumpe. Okay. Benzin, schön. Kanister wäre irgendwie cool. Können wir hier eine Fackel basteln, das ist so viel wert gerade. Ich habe aber kein Stöckchen, leider. Wo geht's hier denn rein? Von der anderen Seite verschlossen. Ist ein Schloss dran. Ich habe keine Munition mehr, ne, um es aufzuschießen. Nee. Molotov-Cocktail hilft dir nicht. Das heißt, ich komme hier auch erstmal nicht weiter. Oh. Ruhe im Karton. Eine Grenade. Box, Fuel Storage. Apple, war ich da schon drin? Bitte Gott, hilf mir. Oh Gott, was? Was? Das Nest der Bestie in der Kapelle entdeckt. Fuck, Alter, was ist... Alter, guck dir das an. Ups. Was so? Alter, wie ekelhaft ist das denn? Ich hab noch einen Tag. 634. Boah, die wurden auf bestialischste Weise abgeschlachtet. Der Fahrer. Das ist ein Schlüssel. Schlüssel zum MG-Bunker. Ich habe keinen Platz mehr, um ihn mitzunehmen. Ich lasse was fallen. Auch den. Hier. Fuck. Auch das noch. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst, du Arschgesicht. Ah. Mach die fucking Tür auf. So, ich sperre mich hier ein, wenn es mir geht. Das Feuer brennt nicht ewig und dann kommt er hier rein. Schlüssel zum MG-Bunker. Ich werd verrückt. Hier konnte ich diese Kapelle nur übersehen. Aber ich hab's halt nicht... Ich hab's halt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich da hin muss. Aber okay, haben wir das auch. Ich weiß jetzt halt leider nicht... Also der MG-Bunker müsste auch hier sein. Brauch ein bisschen Licht. Das kann, aber ich mach's. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Geh aber raus. Natürlich hat er die Tür zerfetzt. Was sonst? Es ist halt die Frage, wo ist der Ausgang? Ich würde gerne wieder zurück zum Speicherpunkt. Oder vielleicht kann ich den MG-Killerbox.
Autsch. Das ist nicht gut. Ich muss hier durch und die Ratten sind hier. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Oh Gott, ich bin nearly dead. Oh, Licht. Diese verfickten Ratten, ne? Ich würde es jetzt so gerne ausräuchern, aber das ist gerade nicht so wichtig. Wichtig ist erstmal, dass ich wieder zurückkomme. Ich muss zurück zum dem Raum beim Safe Haven und dann muss ich hier ein bisschen Item Management tun. Ich verlaufe mich ja auch jedes Mal, ne? Hier mit einem X, also so ein Pfosten mit einem X dran heißt auf jeden Fall, geh da nicht rein. Ratten. Ich glaube, so viel konnte ich mir bisher merken. Guck mal, wie langsam auch alles ist, weil ich richtig hart am Abnippeln bin. Ich habe ja noch Heilung in der Kiste. Ich muss halt erstmal nur dahin. Ich hinterlasse eine Blutspur. Stimmt ja. Oh Gott, die Ratten, ne? Die werden angezogen davon. Kacke. Oh, scheiße. Ja, guck mal, wie brav die folgt, ne? Oh, scheiße, Mann. Ja, der kommt auch noch, ne? Oh, Kacke, ich bin sowas von tot. Ich habe nichts mehr, mich zu verarzen, ne? Guck dir das an, meine komplette Hand ist rot. Ich muss es irgendwie schaffen, zurückzukommen. Shit, Mann. Hey, ich werde mal hier kurz einen Cut setzen. Werde gucken, ob ich es wieder zurück in den Speicherraum schaffe. Wenn ich das schaffe, dann haben wir gewonnen. Bis gleich. Ich hab's geschafft. Ach, du Scheiße. Fuck. Okay. Auch beide wahrscheinlich. Shit. Oh ja. Dann bin ich wieder voll geheilt, wenn ich jetzt beide nutze. Es gibt ja so ein komplettes... So ein kompletter Verbandskasten, der heilt mich einfach komplett, aber habe ich leider nicht. Meine schmierige Hand zeigt es. Gut gemacht. So. Fackel. Nehme ich. Die Granate nehme ich auch liebend gerne mit. Und vielleicht noch einen Molotow-Cocktail. Ihre Flasche. Wobei. Ich glaube, ich nehme die Fackel noch mit. Notfälle. Blendendhelle. Laut zischende Flamme dient als Leuchtsignal. Lässt sich werfen. Ah, wobei. Ja, komm, ich nehme noch eine Benzinbombe mit. Scheiß drum. Das Fleisch, ja. Weil die vier Sachen wie den Revolver, also Taschenlampe definitiv, Revolver, ja, Taschenuhr, ja. Und dann halt das Feuerzeug natürlich noch. Brauche ich ja auch, definitiv. Gut, ich habe es zurückgeschafft. Das war das Wichtigste. Der Generator hat kein Benzin mehr. Ich habe auch keins dabei. Das heißt, wir müssen weiterhin in der Dunkelheit tappen. Aber wir haben den MG-Schlüssel, das ist schon mal viel wert. Aber den verfickten Schraubenzieher habe ich trotzdem nicht gefunden. Aber wir können jetzt zum MG-Bunker. Der war im Prinzip da, wo wir eben waren. Also wir müssen rein theoretisch nochmal den kompletten Weg zurücklaufen, den wir gerade gelaufen sind. Um dann einfach links, wenn man so möchte, zum MG-Bunker zu kommen. Das Ding ist halt, ich brauche noch den Schraubenzieher. Der ist absolut wichtig. Aber ich habe im Workshop nichts gesehen. Ich weiß nicht, wo dieser verfickte Schraubenzieher sein soll. Oder war der im Quartier des Vorarbeiters? Ich muss die Nachricht nochmal lesen. Falls jemand Gitter entfernen muss, kann er sich unten im Wartungsbereich beim Vorarbeiter einfach den speziellen Schraubenschlüssel ab. Wartungsbereich beim Vorarbeiter. Jedes Vorarbeiters.
Kapelle, Treibstofflager, Vorratskammer macht keinen Sinn. Kapelle macht auch keinen Sinn. Schreibstube macht auch keinen Sinn. Quartier des Vorarbeiters. Also muss es hier sein. Foreman's Quartier. Aber da war ich. Hab ich ihn übersehen? Aber der ist relativ nah. Also das heißt, wir gehen quasi in den Bereich. Und dann einfach die Treppe hoch. Okay, versuchen wir es dort. Wie gesagt, ich habe gespeichert, falls ich jetzt sterbe, dann ist dem so, aber allen war wichtig. Ah, nee, warte. Ich habe doch eine Fackel. So. Bitte. Der hält zwar nicht so lange. Besser wie nix. Was? Ja, falsch. Ich weiß, dass ich da noch einen Tag dabei habe, aber das gucke ich mir wann anders an. Ich habe so viele von diesen Holzstöckern liegen lassen, dass es mich jetzt ärgert. Set. Hier. Ah. Die Ratten sind weg oder tot? Weg. Ah. Hier wird gleich geladen. Dann weiß ich. Ja. Gut. So. Jetzt geradeaus. Und hier. Nee. Zweite. Hier. Gleich. Gleich. Hier. Moments Quartiers. Da. Dann müsste das hier sein. Aber ich glaube, hier war ich drin. Ich habe nichts gefunden. Hier haben wir noch Stoff. Mit. Was kann das denn sein? Guck mal, hier sind lauter auch Gitter, die entfernt wurden. Shit. Ja, das Monster. Nimm wieder mein Lieblingsschrank. Ja, wenn ich die verstecke, mache ich so, dass ich kurz einen Cut setze, bis das Monster weg ist. Bis gleich. Okay. Ich bin nochmal in den Gang gegangen, den Ratten. Hab versucht mit Möglichkeiten, die ich habe, die Ratten hier auszuräuchern. Ansonsten kommst du hier halt echt nicht durch, ne? Weil hier liegen noch einige Sachen rum. Zum Beispiel eine weitere Marke. Aber ich finde diesen vermaledeiten, beschissenen Raumzieher nicht. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, ich sollte vielleicht mal hier rein. MG-Schlüssel. Ist das der Raum? Passt, würde ich sagen. Ah. Happy me. Guck mal, wir haben auch einen Ziegelstein hier. Medical Supplies. Ich glaube, ich brauch's direkt. Man geht in diesem Spiel relativ schnell drauf. Die Ratte braucht mich nur einmal anzugucken und ich nehme schon direkt Schaden. Das ist richtig frech. Aber gut. Okay, jetzt sind wir hier in dem MG-Turm. Hey. Ich habe mal einfach geduckt, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Und die Tür können wir auch zumachen. Komm. Wie sehe ich nicht raus aus diesem beschissenen Bunker? Guck mal, Tageslicht. Oh, herrlich. Er ist tot. Was ist man denn da? Stafford. Okay. Die Erinnerungsmarke des Vorarbeiters gefunden. Ist der Vorarbeiter hier? Okay, wenn wir die Marke des Vorarbeiters haben, können wir mal in seinen Spind gucken. Wait a minute. Ach, der Vorarbeiter hieß Stafford. Vielleicht. Ja, oh Gott. Vielleicht hieß der Schraubenschlüssel in seinem Spind. Das ist natürlich auch möglich. Weil ich habe nochmal gesucht. Ich habe nichts gefunden. Nada. Wir haben sogar einen Körper. Das ist fantastisch. Wie schaffe ich es jetzt Leben zurück?
Das ist die Frage. Ich hätte noch Fleisch für die Ratten. Das war's. Ich habe eine Kugel gehabt, die musste ich gebrauchen. Musste ich benutzen, um die Ratten zu töten. Warum hängt der Schlüssel eigentlich da drin? Ich brauche Licht. Wenn das Monster mit umkommt, kann ich hier direkt hoch. Es sei denn, das Monster kann Leitern klettern. Sehen wir ein Limit, wie oft ich ziehen kann? Ich weiß es nicht. Naja, ich sollte mich auf jeden Fall beeilen. Ich würde sagen, ich gehe wieder hier durch. Voll, das ist ja eine neue Ratte, fantastisch. Lieben wir doch. Treppe. Ging es da nicht irgendwie geradeaus zurück? Ich glaube, das Monster läuft dort irgendwie Patrouille. Aber die Ratte ist wieder weg. Die läuft wahrscheinlich hin und her, ne? Da kommt man, sie ist weg. Oh ne. Ah, okay, okay. Sorry, dass ich gefragt habe. Scheißen, Alter. Oh, die beißt mich einmal an, ich bin direkt tot. Der wird nicht gespeichert. Wenn ich sterbe, darf ich alles nochmal machen. Es gibt hier kein Autosave. Das Spiel ist halt Survival Horror Old School. Für die G's ist das hier. Oh nein. Geh weg. Geh weg. Und noch eine hier im Gang. Okay. Ah, einfach schnell. Einfach schnell. Einfach schnell. Okay. Die Ratten bin ich los, vorerst. Jetzt muss ich nur noch irgendwie eben zurückschaffen in den Speicherraum. Das ist die reinste Tortur hier gerade. Hier irgendwo. Einfach wieder weg. Einfach wieder weg. Blutig wieder. Folgen mir die Ratten. Das ist nicht. Ist mir auch egal. Ich habe aber, glaube ich, keine Heilung mehr auf Tasche. Man verbraucht hier in diesem Spiel leider doch echt mehr, als ich geglaubt habe. Alle Ratten hier in diesem Spiel irgendwie umzubringen, hat überhaupt keinen Sinn, weil es gibt so viele. Man hat nicht genügend Ressourcen, um wirklich alle Ratten töten. Das geht nicht. Also man kann es garantiert, wenn man es halt klug anstellt. Wenn du halt ein Stück Fleisch da irgendwie hinschmeißt, dann fressen es die Ratten und dann wirfst du eine Granate dahin oder so und dann bam, sind sie weg. Oh mein Gott. Nicht mehr. So. Schnauze jetzt. Oh. Was ein Segen. Das ist einfach. Oh Gott. Leere Flasche. Ich habe nur noch leere Flasche. Ich habe nichts mehr. Bin hart ausgebrannt. Okay. Wir gehen auf jeden Fall noch den Dings öffnen. Den Spind. Also wenn ich meine Vermutung richtig liege, könnte es sein, dass dort im Spind der Schraubenschlüssel ist. Wenn der Schraubenschlüssel da drin ist, haben wir schon mal einen extrem großen Schritt nach vorne gemacht. Weil dann können wir das Gitter öffnen. Und dann den Soldaten. Mit dem Soldaten rein. 0020. 00. Ah, hier. Da liegt's auch. Schraubenschlüssel.
glaube in den Spins. 0, 3, 0. Ja. In den Spins sind irgendwie alles mögliche an Items, die wir brauchen. Um weiter voranzukommen. Eats. Lambert. Habe ich Lambert? Nee, sonst wäre das Ding ja auf, ne? Nee. Aber ich habe schon einiges gefunden. Ich bin relativ zufrieden, muss ich sagen. Ich habe gedacht, ich würde länger brauchen, um die erforderlichen Items zu finden. Aber nee, ging doch ganz gut. Und ja, ich bin ein paar Mal abgekratzt, aber ich spiele ja auch zum ersten Mal, also da kann sowas passieren. Bildspeichern ist wichtig bei sowas. Wie gesagt, wenn es kein Autosave gibt, was soll ich tun? Ich habe halt auch keinen Bock, meine Lebenszeit zu verschwenden, indem ich jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Stunde nochmal nachspiele. Also, come on. Will ja auch keinen Speedrun machen von diesem Spiel. Na gut, aber wir sind bei 32 Minuten gleich. Deswegen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig bei Amnesia The Bunker zugeschaut habt. Und falls ihr mögt, schaut auch noch gerne anderweitige Horror-Let's Plays an. Da findet ihr auf meinem Kanal hoffentlich, was euch gefällt. Vielleicht irgendwie Resident Evil, The Evil Within, Silent Hill, was auch immer ihr mögt. Schaut mal gerne vorbei und bleibt auch gerne auf dem Discord auf dem Laufenden. Da werdet ihr immer dann informiert, falls was Neues von mir passiert, Richtung Livestream, Richtung Video oder ja, anderweitige Infos, ne, falls ihr da mögt. Guckt mal gerne vorbei und dann bin ich erstmal raus und bis dann. Tschüss.